Keine Panik. Aus dem Kapitol in Köln. Die Harald Schmidt Show. Heute mit Udo Lindenberg. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist die deutsche Rocklegende schlechthin. Und er ist wieder auf Tournee. Udo Lindenberg. Ich sehe, es geht dir glänzend. Die alte Power, die alte tänzerische Leidenschaft ist noch da. Und das kann man ja sagen, du bist wirklich letztes Jahr, hast du einen runden Geburtstag gefeiert, ja? 39,5 jetzt ungefähr. Er war 39. Kein Ende abzusehen. Nichts. Immer noch der Admiral, Titanic, Andrea Doria. Diese Dampfer gehen nicht unter, sie fahren einfach immer weiter. Ja, genau, so ist es. Erste Platte. Udo Lindenberg und das legendäre Panikorchester. Hier, da haben wir eine Großaufnahme. Das ist doch großartig, oder? Seit wie langer Zeit seid ihr wieder auf Tournee das erste Mal? Vor ungefähr 7 Jahren, als du noch so klein warst. Ja, so klein. Und als dir noch keine Konzerttickets verkauft wurden. Und wegen Erregung, öffentlicher Erregung und dergleichen. Irgend sowas. Also viel Unruhe, Larry, Trelafiti und so. Ne? Und was war das für ein Gefühl, als ihr euch wieder gesehen habt? Musstet ihr euch erstmal wieder so ein bisschen aneinander annähern, oder? Wir gingen verschiedene mysteriöse Wege. Wir fanden uns dann wieder, anlässlich meines Geburtstages, wie bereits erwähnt, 39 und so weiter. Und so, wir bringen ihnen ein Sternchen. Dann haben die das gemacht und dann kam das sowas von überzeugend. Dann haben wir gedacht, dann machen wir eine kleine Tournee. Ja. Dann gab es eine kleine Tournee, zunächst mal im Osten, weil erstmal mit dem legendären Panikorchester kommen wir da rüber. Also mit der Besetzung, die damals auch diese Songs gebracht hat, wie Mädchen aus Berlin, Sonne zu Panko und. Nun kommen wir da mal spielen. Genau. Die Menschen verlangten nach mehr. Eine Sache, Udo, das haben wir alles gelesen in der Presse. Es war in Hamburg, mein Lieber. In einem Hotel. In einem Hotel. Und da warst du und unser lieber alter Freund, der Harald, der Junke. Aha. Udo. Ich würde mal sagen, dieser Applaus ist für Harald Junke. Absolut. Ja. Es war im Hotel Atlantik, trafen wir uns. Er gurgelte ein wenig, er ist auch Sänger, ein bisschen gurgelt ab und zu. Auch ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja. Da kann auch mal ein bisschen Wodka drin sein. Ja. Und auf jeden Fall. Er war schon ein bisschen rüber über den Breitengrad. Okay, nun, ich wohne da, weißt du, und dann haben wir zwei Gläschen getrunken. Habe ich gesagt, okay, Harald, wir steigen jetzt wieder aus. Ja. Alles klar. Und es gab keinen Exzess, es gab auch keinen Absturz. Am nächsten Tag alles wieder klar. Und Harald ist clean dabei und ist alles prima. Und es könnte gar nicht besser sein. Du wohnst wirklich immer noch im Hotel, ist das so, ja? Ich habe kein Zuhause, heimatlos. Wie ist das so ständig im Hotel? Ist das nicht, hat man nicht da irgendwie das Gefühl, es gehört einem gar nichts oder man hat keine eigene Kommode, wo man seine Sachen mal reinlegt oder so. Wie ist es immer im Hotel? Naja, wir haben ein paar, sagen wir, verträumte Keller und Dachräume und das Phantom im Atlantik gewissermaßen. Das ist da so. Und ja. Ich kann da ein bisschen pinseln und malen und strichern und ich kann da zum Beispiel auch proben mit der Band und Sinfonie. Auch Damenbesuche? Auch Herrenbesuche, selbst das. Ach so. Ja. Ausstellung machen wir jetzt in New York. Wirklich in New York? Ja, New York. Und wo da? Moskau und so weiter. Mein Galerist Steinrötter, der macht das jetzt alles klar. Und ich bin unheimlich gespannt, weil für mich ist was Neues. Ich brauchte eigentlich nur ein paar Bühnenbilder für unsere neue Show. Ja. So. Habe ich angefangen, mir selber da so Bühnenbilder zu machen. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Ja. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und viele, viele Leute sagen, finden wir sehr interessant, möchten wir auch kaufen. Zahlen wir schwindelerregende Preise. Was kostet so ein Annäherungswert, so ein Lindenberg, so ein... Ja, arme Leute zahlen praktisch nichts. Reiche zahlen sehr, sehr viel. Hey. Und manchmal, wenn ich meine Spendierhosen anhabe und in Stimmung bin, verschenke ich auch schon mal ein Bild. Bitte? An Menschen, die krank waren, zum Beispiel letzte Woche. Ja, das muss man sagen, ihr wart schon fast auf dem Weg. Und dann muss ich leider Magen-Darm. Das ist alles ein bisschen. Bam!
Pam? Ich schenke dir Milch. Ja. Ja, du hast unsere Pam hier. Pam, bist du da? Das ist für mich? Ein Bild für dich. Das ist aber toll, da geht es um Menschen, die im Reservat leben müssen. Ja. Menschen bei der Arbeit. Ja. Weißt du, wer das da ist? Ja. Das bist du mit meiner Frisur unterm Hut. So sieht deine Frisur unterm Hut aus, weil es immer gefragt ist. Mit einer schönen Frau. Hat das Bild einen Titel? Wer ist die Frau? Ja, Schreinemark ist wahrscheinlich. Das ist wahnsinnig. Ich danke dir. Großartig. Ein echter Lindenberg. Prima, ne? Die Band. Die Jungs haben sich jetzt aufgebaut. Meine Damen und Herren, das ist das legendäre Panikorchester. Die Herren, die mit Udo Lindenberg auf Tour sind. Udo. Leute, du, das ist ja. Okay. Du machst das. Mir ist gerade einer abgegangen, kleiner Mann. Udo. Ich hab den Ständer. Ja. Okay. Das sind ja auch nicht alle Tage. Liebe Leute, ich muss noch mal kurz was. Liebe Leute, ich bin absolut fröhlich und froh und hochbeglückt, dass ich mit diesem unfassbaren Panikorchester jetzt wieder auf Tournee sein kann. Nach einigen Jahren Trennung, Entbehrung und Verzicht haben wir uns wieder getroffen. Und obwohl man gar nichts getrunken hat, man fühlt sich voll besoffen, das ist völlig berauscht, weil die haben einen Sound drauf, die haben ein Brett drauf. Es ist die größte Band von Deutschland, aber mindestens. Es ist ein radikal-brachial-Orchester mit Karl Kalten an der Klampfe. Mit Dr. Schnellfinger, Jean-Jacques Kravetz aus Paris, yeah, mit der Gleitcreme an den Fingern. Mitbegründer des Panikorchesters, mein alter Freund, Steffi Stephan, ein Mann, der Kulturgeschichte schrieb. Der Bumbo aus Bilderberg, Bertram Blasengel. Professor Dr. Hendrik Schaper an den Keyboards. Und Hannes Feuerbauer. Okay, Leute, das juckt. Wir bringen jetzt mal den Song. Ich breche die Knochen der stolzesten Frau mit einem Gruß an Dieter Bohlen. Der stolzesten Frauen, wenn ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich brauche nur einer ins Auge zu schauen und schon ist er hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück. Das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. An und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Klug, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich brauch nur einer ins Auge zu schauen und schon. We'll be right back.
kein Problem. Ich find sie herrlich und angenehm. Wenn eine hübsch ist, wird sie geküsst. Sehen Sie, wie einfach das ist. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich brauch nur einer ins Auge zu schauen. Panikorchester. Dankeschön. Gute Nacht.